Hallo Kollege, Sie fahren heute die RB94 von Bulley nach Traben-Trarbach. Bitte rüsten Sie nun Ihr Fahrzeug auf und öffnen die Türen, damit die Fahrgäste einsteigen können. Abfahrt ist um 15.33 Uhr. Fahrzeuginformation: Eine Zugbildung der BR612, maximale Geschwindigkeit von 160 km/h. Informationen: Auf der Strecke gibt es Bahnübergänge, die technisch nicht gesichert sind. Keine Lichtzeichen bzw. Schranken vorhanden. An diesen Bahnübergängen muss das Makrofon vorher zweimal betätigt werden. Auf der großen Teil der Strecke gilt 60 km/h als Höchstgeschwindigkeit. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Szenario bei Phasus. Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio. Begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet zu einer neuen Folge Train Simulator. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir sind heute, habt ihr ja gelesen, auf einer wundervollen Strecke und fahren das Ganze heute, interessanterweise mal, ja, mit einem Dieseltriebwagen und zwar mit der Baureihe 612-036. Und so sieht das Ganze aus. Ich glaube, das ist wieder ein TS-Pro-Zug, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, weil das schon wieder so viele Feinheiten hat im Zug. Ja, dass wir jetzt hier auf jeden Fall gleich viel Spaß haben werden. Denn der Phasus hat hier wieder so einen kleinen Kniff eingebaut, Gott sei Dank. Ja, muss ich Phasus immer vorher fragen, was ich hier immer machen soll. Das ist natürlich für Dummies so ein bisschen, ne? Also von daher, wir haben auch noch genug Zeit, jetzt hier den ganzen Zug aufzurüsten, weil 15.33 Uhr erst Abfahrt ist und das Szenario beginnt halt um 25. Also von daher ist hier genug Redebedarf. Von daher können wir den Zug erstmal kurz aufrüsten, dann schauen wir uns das Ganze nochmal ein bisschen genauer an, wie das Ganze funktioniert. Und von daher würde ich sagen, jetzt erstmal Batterie war an. Wir schließen den Schlüssel hier rein, zack, starten hier, also könnte ich hier schon mal die Fahrgäste einsteigen lassen zumindest. So, das funktioniert. So, starten schon mal den Motor. So, werden jetzt hier schon mal, oh. Was ist denn los mit meinem Tracker Air? Ich weiß es nicht. Ich kann das echt nicht nachvollziehen, was zurzeit mit meinem Tracker Air los ist. Ich kann nicht nach unten gucken. So, geht das jetzt? Nö, das lässt mich nicht nach unten gucken. Was ist denn das? So, jetzt, also das ist ganz, ganz komisch. Irgendwie hat sich da die Einstellung irgendwie verstellt oder sowas. Dass das echt unangenehm ist. So, genau, jetzt brauchen wir noch Licht. So, das ist jetzt an. Also wir haben jetzt PCB, wir haben die SIFA, das ist jetzt an, das ist an. Das ist an, wir haben den Richtungswender vorwärts. So, das ist auch an. Und ich glaube, das war's. Ihr seht, 15.27 haben wir es gerade mal. Ja, ihr seht, also Fahrzeug ist aufgerüstet. Unsere 612 hier. Wir können natürlich schildern, bloß Phasus hat mal wieder keinen Code dazu dagelassen. Auch hier muss man immer mal ein bisschen, ja, uns natürlich bedanken, dass der Phasus sich die Mühe macht, hier Aufgaben zu erstellen. Aber es gibt immer so kleinere Sachen, wo ich mir immer so wünsche, so Phasus, das könntest du eventuell beim nächsten Mal doch deutlich besser machen. Zumal auch immer so kleinere Bugs drin sind. Die Aufgabe, die jetzt hier vorhanden ist, die könnt ihr natürlich später selbst runterladen und dementsprechend nachspielen, wenn ihr das möchtet. Ihr braucht dann natürlich aber die kompletten DLCs, also die Baureihe 612, ihr braucht die Strecke. Ja, das ist schon mal Pflicht. Ohne das geht das Ganze natürlich nicht. Wir gucken uns jetzt mal so ein bisschen Fahrzeuge an. Ich weiß jetzt nicht, warum die Türen zugehen. Warte mal. Das habe ich nicht veranlasst. Das habe ich nicht veranlasst. Das wollte ich so nicht. So, wir können auch mal ein bisschen mal uns das Fahrzeug mal von innen angucken, ne? Ja, und so sieht das halt von innen aus. Ist auf jeden Fall ein hübsches Fahrzeug wieder mal. Ich weiß gar nicht, was es kostet auf Steam. Da muss ich jetzt echt passen. Auf jeden Fall mal schön, mal so mit dem Diesel hier rumzufahren. Die Strecke, die wird auf jeden Fall sehr interessant halt. Hier haben wir vier Fahrräder und Co. Ne? Also ist schon ein schönes Fahrzeug. Ah ja. So cool ist hier oben die Aussicht. Ja. Also das muss man mal lassen.
fliegen da mal jetzt mal kurz mal hin hier so. Ui. Ja. Also hier oben möchte ich auch mal stehen und dann einfach mal hier runter gucken. Alter, das muss episches Gefühl sein. Oder? Das muss eine Aussicht vom Feinsten sein, wenn du hier oben bist. Aber alleine diesen Berg hier hochkraxeln, ja, das wäre ja so gar nicht meins. Mal ganz ehrlich, ja. Also da muss ich wirklich sagen, so, nee. Nee, aber ich glaube, das ist bestimmt hübsch hier. So, sonst, ja, viele Plantagen hier. Ja, und jetzt warten wir hier natürlich auf unsere Abfahrt 15:33. Oh, guck mal, jetzt sogar mit Solardächer hier. Schlecht. So, vom Original kann ich jetzt natürlich nichts sagen. Ich weiß nicht, wie das Original aussieht. Wenn da jemand aus der Ecke kommt und vielleicht die Ecke kennt, dann kann er ja gerne mal dazu was posten. Und ach, das ist ein Kinderwagen, der da steht. Schon echt oft überlegt, ob man diese Gebäude hier nicht einfach so auch in Lotus übertragen kann. Das muss da bestimmt gehen. So, die Hausnummern, die sind willkürlich, okay. Dachte jetzt schon, jetzt hat er hier echt hier die kompletten Häuser durchnummeriert. Ja. Interessant wird es jetzt nämlich gleich, wenn wir jetzt nämlich Abfahrt bekommen. Ja, kriegen wir kein grünes Signal. Das wird spitze. Ich hoffe auf Zwangsbremsung. Ja. Phasis hatte zwar mir gesagt, wie ich das machen muss, aber ganz ehrlich, ich habe das gemacht, es hat nicht funktioniert. Natürlich erfahrene Bahnexperten, die wissen jetzt natürlich, was zu tun ist. Ja. Ihr seht schon, was da angeht. Ja, für eine Laie wie meine Wenigkeit, die davon keine Ahnung hat, blinken da drei weiße Lämpchen. Das könnte jetzt für mich zum Beispiel bedeuten Signalstörung oder sowas. Ja? Oder keine Ahnung. Ja, da hätte der Fahrer zum Beispiel da irgendwie noch was zusätzlich zu sagen können. Ja, aber dass wir hier, dass das irgendwie signalisiert, dass wir aufs Nachbargleis fahren irgendwie, also aufs andere Gleis fahren, also nicht auf das Standardgleis, sondern das halt dementsprechend daneben liegende Gleis fahren, also in verkehrte Richtung praktisch fahren. Das soll irgendwie diese drei Punkte leuchten. Er ja, wollte mir mal auch mal ein komplettes Textdokument dabei zuschicken, ja, wo da die ganzen Begriffe mal da drin sind. Ich glaube, da bin ich bis morgen beschäftigt wahrscheinlich, um das alles mal durchzulesen. So, Genehmigung wurde erteilt. Ich habe mir jetzt einfach die Erlaubnis geholt. So, Bremse ist gelöst, 33 ist Abfahrt, das wollen wir tun. Fahren wie gesagt komplett mit PZP und SIFA. Das könnte spaßig werden. Also wie gesagt, Zwangsbremsen. Yes. Jetzt weiter, jetzt können wir schon mit 40 rüberfahren. Ich hätte irgendwie, meinte zu mir, ich brauche nicht mal für 40 irgendwie drücken. Aber ich weiß nicht, ich bin mir da mal echt unsicher. Sobald es ein rotes Signal ist, ist es ein rotes Signal, ganz ehrlich. So, jetzt sind wir mit 80 wohl weiter.
Das musste ich leider hier schon mal testen, weil, wie gesagt, am Anfang ging das gar nicht. Ja, da musste ich erstmal mich da so reinfummeln. Dass es echt nicht mehr annehmbar war. Da ist er, die Zwangsbremsung. Ich verstehe das nicht. Da war nichts gewesen. Da war nichts gewesen. Er meinte, dass ich irgendwo auf 40 runter muss wieder, aber... Da fehlt es mir leider mal ein bisschen so diese Genauigkeit halt. Dieses Fahrzeug ist auch echt nicht dafür gedacht, ey. Wahnsinn. Mir ist egal, wir fahren jetzt mit 40 jetzt einfach weiter. Okay, Lust auf die nächste Zwangsbremsung hier. So, ab hier. Hier hätte ich jetzt runterbremsen müssen auf 40. Deswegen, also ich habe es nicht verstanden, warum ich da jetzt... Boah. Aber vielleicht kann uns ja Phase sagen, was da jetzt das Problem war an der Stelle. Also 15:37 da sein, das ist Wahnsinn. Er meinte auch, das soll ein realer Fahrplan so sein. Wie gesagt, bin ich raus, kann ich nicht zu sagen.
Ja, naja, so ist das, ne? Kann man nicht ändern. Aber wenn natürlich auch noch eine Zwangsbremsung drin ist, dann kannst du halt daran nichts ändern. So, durchs Grüne durch hier, eingleisige Strecke. Das ist ziemlich nice. Und wir haben mal wieder keinen Winter. Das ist schön. So langsam kann man das echt nicht mehr ab, ja. Dieses Graue und hast du nicht gesehen, furchtbar. Abholen, ja, weil jetzt zeigt nämlich unten gar keine Uhrzeit mehr an. Zeigt keine Uhrzeit an. Das war wieder langsamer.
Boah, hab ich irgendwie das Pechel gar nicht gesehen. So, das ist zum Beispiel auch interessant hier. Müssen schon hier vorne halten. Keine Ahnung, warum wir da nicht halten müssen. Wahrscheinlich doch ein bisschen sinnvoller gewesen wäre. Aber gut, so ist das. Kann man jetzt nicht ändern. So, nächste Halt, Trabin-Trarbach. Dann ist es zu Ende. Endhaltestelle, alles aussteigen. Und das wäre dann auch die Aufgabe gewesen. Ja, wie gesagt, komplett eingleisig hier. Eigentlich schon recht spannend. Ich mag es ein bisschen so durch die Pampa so. So eine verlassenen Orte zum Beispiel auch noch angefahren werden. Hätten sie ja ruhig mal ein paar Schiffe fahren lassen können, wa? Boah, Alter. Weiß nicht, was das manchmal ist hier, ja? Der dreht dann völlig über. Ich hätte zunächst ankommen müssen, ne? Um 47, Wahnsinn. Das glaube ich nicht, dass Phasus das geschafft hätte. Also, bin ja mal ehrlich, ja? Also, Butter bei den Fische hier. Aber das glaube ich nicht, dass er es geschafft hätte. Aber wahrscheinlich ohne Zwangsbremsung und sowas. Aber Orte, die ich halt nicht kenne, da bretter ich dich wie ein Kaputter. Ich muss erstmal die Lage checken und alles was. Gott sei Dank habe ich wieder neu gedrückt gehabt. Sonst wäre es die nächste Zwangsbremse gewesen und dafür hätte Phase diesmal nicht machen können. Hätte ich nicht meine Schuld abschieben können.
So, das war's. Das war die Aufgabe von Phasus. Die nächste, die wir jetzt hier abgeschlossen haben. Großartig. Ja, haben es geschafft. Gott sei Dank war es wirklich nur eine Zwangsbremsung. Wie gesagt, da muss man jetzt mal analysieren, was da los war. So an sich war es wieder mal ein nettes Szenario. Bin mal gespannt, was der Phasus da als nächstes haben wird. Aber so mittlerweile könnten da mal ein paar Stimmen kommen, ne, Phasus? Die hören nicht immer so gerne reden. Also von daher, Stimmen aufnehmen. Könnt ihr ja gerne mitmachen, wenn ihr wollt. Szenarios, die ich vorstelle, sie haben das Szenario nicht erfolgreich beendet. Warum auch immer. Angeblich zählt ja irgendwelche Bahnhöfe nicht. Da war vorhin auch schon gewesen. Wie gesagt, wenn ihr gerne mal ein paar Handstellen einsprechen möchtet, dann könnt ihr euch ja gerne mal bei uns melden auf dem Discord. Ne, da suchen wir Hinderlings für den Phasus. Aber da freut er sich auch schon. Und ja, damit verabschiede ich mich natürlich. Ich bedanke mich natürlich, dass ihr dabei wart und hoffe, euch hat die Folge gefallen hier mit dem Train Simulator 2020. Und wir sehen uns in, ja, demnächst hier hoffentlich wieder. Ich verabschiede mich, bedanke mich hier. 2 von 4 war angeblich. Ich habe keine Ahnung, was Phasus da gemacht hat. Ja, wir sehen uns hoffentlich wieder. Ich bedanke mich, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.